Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Julian. Und im letzten Teil haben wir erstmal so ein bisschen den Grundstein gelegt für unsere späte Machtausweitung. Wir haben die Stadt Mediolanum eingenommen und wir haben hier noch einen Agenten übrig. Und mit dem gehe ich jetzt mal gucken, was sich hier drüben so tut. Ich sehe nämlich, dass hier das Noricum noch nicht von den Galliern oder den Germanen erobert wurde. Ich möchte gerne hier über diese Furt drüber. Wir können nicht weiter, Herr. Und ist da, sehe ich da was? Ich würde gerne sehen, ob diese Seite hier, das sieht aber, das gehört definitiv nicht zu uns. An der Grenze meine ich erkennen zu können, dass es den Rebellen gehören könnte. Das hieße, die Lugdunensis wäre auch noch ein zu eroberndes Gebiet, sagen wir mal. Dann habe ich mir überlegt, du bleibst mir jetzt doch hier und kommst mir danach mit an Bord eines dieser Schiffe. Und was haben wir noch? Ich habe hier vorhin, genau, hier habe ich noch einen Diplomaten. Und mein Diplomat, der holt mir hier mal so ein Deal mit den Griechen. Mit den Griechen, genau. So, dann bauen wir an der Stelle hier vielleicht noch ein Schiff und noch einen Diplomaten. Können wir ganz gut gebrauchen. Ich will nicht zu viel Geld übrig haben. Wir machen momentan eine Menge Kohle. Das heißt aber natürlich auch für uns wiederum, dass wir hier eine Menge Einheiten rekrutieren können. Gucken wir uns das nochmal etwas genauer an. Okay, dann gehst du schon mal zurück nach Aretium. Und du gehst hinterher. Ich hätte nämlich ganz gerne, dass ihr euch da in Aretium wieder fortbilden lasst. Ich muss meine Truppen jetzt wieder eine kleine Verschnaufpause verschaffen. Und ja, was ist so meine Strategie? Ihr kennt das ja eigentlich. Ich spiele in der Regel immer sehr aggressiv bei Rome. Oh, da kommen die Gallier. Sie wollen Waffenstillstand. Ja, da will ich aber Geld für haben. Da hätte ich gern Geld. Gib mir mal 1000 Gold. 1000 Denare. Das werden die machen, denke ich. Manchmal muss ein starker Krieger die Zähne zusammenbeißen und das Unannehmbare annehmen. Wir nehmen euer Angebot an. Vorläufig. Ja, das ist wunderbar. Ich denke auch nicht, dass wir dauerhaft Frieden haben werden, aber wir werden dann noch ein bisschen mehr schaffen. Gib mir mal noch 400 Dukaten für die Karteninfo. 400 Goldstücke meine ich für die Karteninfo. Okay, gut. Eigentlich ein guter General, aber ich möchte noch keine Kandidaten adoptieren. Ich werde das später auf jeden Fall machen, keine Sorge, ich vergesse es nicht. Oh, das sind Rebellen. Hauptmann Kers. Ist nur einer. Was bist du? Das waren 80. Die gehen nach Mediolanum, denke ich. Oder wartet man gerade? Erstmal. Moment mal, bevor wir hier weiter Späße machen. Ja, lauf mal hier hin. Und dann bildest du den fort und bauen wir mal einen Spion. Ja, wir haben da einen neuen. Neues Familienmitglied bekommen, das sehe ich dann hier wahrscheinlich auch gleich auf der linken Seite. Euer Ehren. Ja, du gehst nämlich jetzt mal hier rüber. Ach ja! Schau mal an. Massilia und Lugdunum. Beide noch zu haben. Oh, oh, oh. Geheimhaltung ist ja. Fest, Herr. Lauf mal hier weiter hin. Geht es nicht, Herr. Weiter geht und bleib da mal in der Nähe. Ja. Nimm mal ein Schiff hier runter. Dann gehst du mal hier an Bord. Und dann schippe mal hier lang. Momentan geht es nicht weiter. Die Frage ist doch jetzt, komme ich von Mediolanum mit meinem Burschen hier? Ich komme nächste Runde hier hin.
Und wenn ich Admiral Julianus hier stehen habe, dann könnte ich, wenn die Gallier hier versagen, und ich glaube, das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dann könnte ich hier meine Truppen landen. Oder Narbomachtius doch noch einnehmen. Zeig mir das nochmal kurz. Im Senatsparkett. Wie sieht's denn hier aus mit der Senatsmission? 5 Runden, ihr erntet den Dank des Senates. Nee, da hau ab, das machen wir nicht. Oder wollen die eine Hafenblockade? Die haben gar keinen Hafen. Ich will da jetzt auch... Nee, also wir gönnen unseren Truppen jetzt mal eine kurze Pause. So, dann boss mir hier mal direkt eine Stadtgarde und dann boss mir hier mal eine Rodung und den Händler danach. Ich muss jetzt gucken, dass ich ein ganz kleines bisschen Geld aus der Kasse kriege. Ja, momentan sind wir da bei 185. Kann ich die... Oh. Das ist schade. Das sind nur 70%, echt. Aber das ist so nächste Runde bestimmt besser, oder? Das klappt bestimmt. Das klappt ganz bestimmt. Wir nehmen die nämlich mal direkt mit. So. Ich will keine unangenehme Überraschung überleben, deswegen ziehen wir das Schiff direkt hier dazu. Ja, ja, ich stelle euch mal da unten hin. Zeig mir nochmal Mediolanum. Wir sind momentan auf sehr hoch, dann gehen wir mal auf normal. Dann bauen wir mal noch einen Tempel hier, würde ich sagen. Aber wir gucken mal gleich in den Bericht, in den Rekrutierungsbericht. Genau, nimm mal die Jungs auch noch mit. So, dann haben wir hier eine schlagkräftige Entsatzarmee. Vielleicht werden wir die 70 Hastati hier in Aretium absetzen. Wir müssen uns natürlich auch hier um diese Rebellen noch kümmern, aber da haben wir es, glaube ich, nicht ganz so eilig. Okay, dann laufen wir hier noch ein bisschen weiter. Ohne Zögern. Weiter geht es nicht. Auf der Suche nach den Griechen. Patavium hat doch einen Hafen fertig. Da kannst du mir direkt mal ein Schiff bauen. Okay, gut. Ich glaube, jetzt gucken wir mal ganz kurz in den Baubericht rein. Aretium hat den Markt gebaut. Okay, ist jetzt die Frage. Also ich denke, Aretium ist eine gute Stadt. Die Straße bringt halt eine Menge Kohle. Die öffentliche Ordnung ist noch sehr gut. Wir bauen hier momentan Infanterieeinheiten. Dann spricht meiner Meinung nach einiges dafür, hier eine Straße zu bauen, einfach um ein bisschen mehr Geld zu machen und die Einheiten schneller bewegen zu können. In Segesta bauen wir jetzt auch mal die Rodung. Das ist übrigens die einzige Einheit. Warte mal, gerade wenn ich die alle... Nee, nein, das wird nicht besser. Okay. Das ist übrigens das einzige Farmgebäude, das ich baue. Und das baue ich auch wirklich nur in diesen Städten, weil die sonst recht langsam wachsen. Wir könnten hier jetzt in der schnell wachsenden Stadt Patavium... Das ist eine unserer Städte, die am schnellsten wächst. Ihr seht es hier. 5,5% hat die noch bei sehr hohem Steuersatz. Würde sich anbieten, eine Kaserne würde sich schon anbieten, weil die Stadt hier schnell wachsen wird und wir dann insgesamt hier bald eine sehr hochstufige Kaserne in dem Teil haben. Dann können wir die Wirtschaft ein ganz kleines bisschen zurückstellen. Machen wir mal. Mediolanum hat den Schrein des Jupiter gebaut, dann bauen wir mal hier die Straße und danach können wir dann den Schrein des Jupiter bauen. Und die Einfällung ist repariert. Ja, vielleicht kann ich an der Stelle noch ganz kurz was dazu sagen. Ihr seht ja hier zum Beispiel, habe ich einen Schrein der Ceres, habe ich vorhin noch gesagt, gebaut. Würde übrigens, ich habe mal nachgeguckt, wird Ceres ausgesprochen. Ja, also es wird nicht Ceres ausgesprochen. Göttin der Fruchtbarkeit, vergleichbar mit der Demeter. Übrigens, vermutlich... dieser Kult in Rom eine auch wieder etruskische Herkunft, also da sieht man halt einfach, wie groß der Einfluss der Etrusker auf die Römer war, ist eine Tochter von Ops und Saturnus, und das sind, also Ops ist eine etruskische, ich glaube eine etruskische Gottheit, vergleichbar mit der Rhea aus der griechischen Mythologie, die Frau von Saturn. Und ihr wisst, die beiden, das haben wir schon mal gesagt bei dem Makedon-Let's Play, das waren
Titanen. Und die Titanen haben ja Krieg gegen die Götter geführt, beziehungsweise es war eigentlich genau umgekehrt. Die Götter haben den Titanen den Krieg erklärt. Saturn, der Vater, der seine eigenen Kinder gefressen hat, weil ihm prophezeit wurde, dass ihn eines Tages eines seiner Kinder entmachten würde, hat der Saturn präventiv agiert und seine Kinder gefressen. Und die Mutter Rhea hat den Zeus, der vergleichbar ist mit Jupiter übrigens, gerettet. Sie wollte das nicht, dass ihr Sohn verschlungen wird vom eigenen Vater und hat ihm deswegen einen Stein zu schlucken gegeben. Und dann sind wir auch, so konnte überhaupt erst Zeus gerettet werden. Ja, und dann sind wir eigentlich beim Tempel des Jupiter, den ich in meinen größeren Städten eigentlich überall bauen werde, also auch in der Hauptstadt zum Beispiel in Aretium. Jupiter wird auch bezeichnet als Dies Piter. Und das, finde ich, ist auch wieder ein sehr interessanter Begriff. Dies, der Tag, das Licht. Und Piter, kennt ihr? Pater, die Dies, Pater, Vater des Tages, Vater des Lichts. Ja, also das ist doch auch eine sehr schöne Herleitung von diesem Begriff. Und den anderen Tempel, den wir noch haben, ist übrigens dann Bacchus. Bacchus, der Gott des Rausches und des Weines, vergleichbar mit Dionysos in der griechischen Mythologie. Den haben wir auch. Aber den werden wir wohl nicht so oft bauen, denke ich. Gut, habe ich mein Schiffchen unten schon bewegt? Ja, habe ich. Ne? Dann gucken wir nochmal in den Rundenbericht rein. So, wir haben uns jetzt gerade eben ein Bündnis mit Britannien geholt. Ich will die Gallier jetzt isolieren und hole mir jetzt danach noch ein Bündnis mit den Germanen. Das müsste mir eigentlich zum Vorteil gereichen. Der Rekrutierungsbericht, den kennen wir schon. Ereignis einer Seite, da haben wir einen neuen Verwalter. Und wir machen ganz gut Geld. Das ist eine schöne Sache. Ich glaube, wir werden hier auch gleich mal ein bisschen Krieg führen müssen. Von den Rennen gelangweilt, plus 1 Unruhe. 5% Beliebtheitsverlust beim Volk. Selbstbewusster Verteidiger, flüssiger Redner. 5% Beliebtheitsbonus beim Senat und er ist ein Gläubiger. Können wir ihm den Ausbilder geben? Ist vielleicht besser, als mit dem schlechten Farmer hier rumzurennen. Lauf mal hier hin. Und dann holst du die Truppen nachher wieder zurück. Und dann haben wir hier so ein paar Verstärkungstruppen, die damit eingreifen können. Dann beseitigen wir hier noch schnell die Rebellen an der Stelle. Hab ich sonst noch irgendwo einen Diplomaten oder so, den ich vergessen könnte? Nee, hab ich nicht. Flotte ist dann auch ansonsten so weit bewegt. Hier oben holen wir uns mal noch zwei Stadtwachen. Okay, dann machen wir mal hier den Angriff. Stellst du mir die Stadtwachen wieder da rein? Wer ist das jetzt? Zeig mal. Ah, das sind nur Bauern. Okay, gut. Ich will trotzdem ein bisschen was an Infanterie dabei haben. Aus dem Grund, weil die... lauf mal hier hin. Lass mal hier hin. So. Einfach nur, weil ich schon mal einen General gegen Bauern verloren habe. Das war nicht so schön. Zu der Ceres oder Ceres, wie es wohl korrekt ausgesprochen wird. Wäre noch zu sagen, sie ist übrigens nicht nur die Göttin der Fruchtbarkeit in der Antike, also in der römischen Mythologie, sondern sie tritt auch als Gesetzgeberin in Erscheinung. Das ist auch eine ganz wichtige Funktion. Eure Verstärkungen sind eingetroffen. Diese Nachricht bringt Hoffnung mit sich. Ja, das ist doch gut. Aber die brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Und zu der Ceres wäre noch was Interessantes zu sagen, was auch wieder was mit der Heeresstruktur zu tun hat. Ich habe euch ja gesagt, dass der Großteil der römischen Heere aus Bauern bestand, die eine Art Wehrdienst leisteten. Ja, also man hat sich das nicht so unbedingt wie halt hier mit der Wehrpflicht bei der Bundeswehr vorzustellen, sondern es war wirklich so, dass man für das Gemeinwesen in den Krieg zog, deswegen auch eben der hohe Anspruch der damaligen
Bürger Italiens politische Mitspracherechte zu bekommen, um eben mitentscheiden zu dürfen, wann Krieg geführt werden darf und wann nicht, weil einfach die Rolle der Bürger dadurch auch gestärkt wurde. Und Ceres ist natürlich dann als Göttin der Fruchtbarkeit ganz, ganz wichtig für die Bauern und die Landwirte. Wird auch in der Mythologie der Römer oftmals so gedeutet, dass Ceres auf Bauernhöfen also impersonell anwesend war. Sie war jetzt nicht als als wirkliche Person anwesend, aber sie war irgendwie doch präsent auf Bauernhöfen und war also deswegen auch eine Gottheit, die sehr beliebt war beim einfachen Volk. Und sie zählt damit übrigens auch zur sogenannten Aventinischen Trias. Ich musste mich da auch erstmal reinlesen, was das genau ist, aber ich fand es sehr interessant. Die Aventinische Trias trägt ihren Titel hat ihren Titel von dem sogenannten Aventin. Das war ein der Ceres geweihter Tempel in Rom oder in der Nähe Roms. Und ein sehr bedeutender Tempel. Dies ist ein heroischer Sieg. Und das normale Volk, die einfachen Römer, waren oftmals Anhänger dieser Aventinischen Trias, zu der noch andere Gottheiten zählten. Und das war wohl ein Gegenmodell, das man sich hatte einfallen lassen, zu der sogenannten Kapitolischen Trias. Die Kapitolische Trias nämlich von den Patriziern, also von den potenten Römern dominiert, und insofern war die Ceres ein Teil der wirklich urtypisch römischen Volksreligion, könnte man vielleicht sagen. Sie war also auch eine Göttin für das einfache Volk und dementsprechend dort auch sehr beliebt. Schauen wir mal ganz kurz, was wir hier noch an Gefolge haben. Den freien Schreiber, den behalten wir mal. Was mit einem schlechten Farmer, das ist gar nicht so... Das wäre im Moment mal schlechter Farmer, wäre doch eigentlich optimal, um die Leute nach Patavium reinzusetzen, oder? Dann wächst die Bevölkerung hier nicht so immens. Da haben wir noch nicht mal eine Rodung gebaut und da werden wir, glaube ich, auch gar keine bauen, weil das Bevölkerungswachstum hier eh so exorbitant sein wird. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, dieser Aventin wurde übrigens so im 5. Jahrhundert vor Christus gebaut, ist also damit noch ein sehr, sehr altes Gebäude. Und dementsprechend auch ein sehr traditionsreiches Gebäude in Rom. Schauen wir mal, ob wir das jetzt hier überstehen oder ob da die Leute gleich durchdrehen. Das scheint geklappt zu haben in Caralis. Wunderbar. Dann laufen wir erstmal hier den Hafen an, würde ich sagen. Ich glaube, sind bereit. Setz die Segel. Da haben wir schon die nächste Rebellenarmee übrigens. Wir können nicht weiter. Das große Problem hier für uns ist an der Stelle, dass das natürlich keine römischen Truppen sind, die hier rebellieren, sondern dass es eben Barbaren sind, die hier rebellieren. Was eigentlich auch ganz typisch ist für die damalige Zeit. Ich würde sagen, du versuchst ihn mal auszuspionieren. Da kriegt er nämlich direkt einen Skillpunkt. Das sind zweimal nackte Fanatiker. Dann läufst du mir hier oben hin. So. Unser Spion, der guckt mal hier unten, was wir hier finden. Haben wir jemanden, den wir ausspionieren können mit ein bisschen weniger Prozenten? Das sind zweimal Kriegsbanden und einmal Kavallerie. Und hier unten, das sind die Hopliten. Witzig. Geheimhaltung ist garantiert. Warum sehe ich jetzt nicht, was da oben los ist? Das ist doch irgendwie popelig. So ein Mist. Wir sitzen fest, Herr. Befehle schließen uns der Flotte an. Flotte bereit. Imperator. Ja, bauen wir mal noch einen weiteren Spion. Sind bereit. Erwarte eure Befehle. Ist das ein Schiff nur? Ja, es ist nur ein Schiff tatsächlich. Ich will es aber hier noch nicht riskieren. Ich baue mir noch ein weiteres Schiff dazu. Ich kann mir hier jetzt ruhig erstmal den Aufbau einer Flotte leisten. Ja, ich habe vorhin gar nicht so viel
zu meiner Spielweise noch sagen können. Oh shit, da sind ja auch noch Rebellen. Aber ich glaube, die kommen nicht an uns ran. Okay. Ja, ihr kennt meine Spielweise vielleicht von den anderen Let's Plays. Ich spiele eigentlich immer sehr aggressiv und versuche immer sehr viele Provinzen möglichst schnell zu holen. Das werde ich jetzt hier ausnahmsweise mal nicht ganz so krass ausspielen, weil ich auch der Meinung bin, dass dieses Let's Play natürlich auch davon lebt, dass man es ein bisschen langsamer vielleicht teilweise angehen lässt. Mit den Griechen, ja, da könnten wir doch mal handeln, oder? Und dann kann ich euch mal meine wertlosen Karteninfos verkaufen. Ihr gebt mir doch bestimmt 500 Denare. Genau, ich finde, das ist auch ein gerechtes Angebot. Okay, dann suchen wir uns jetzt mal die Makedonen. Die sind in der Regel immer hier unten. Da ist so einer. Ich glaube, mit denen habe ich auch noch keinen Deal. So, und dann bewegen wir mal unseren Diplomaten hier nochmal rüber. Was ist das? Germanische Ortschaft. Ich glaube, das war Augusta Treverorum, oder? Nee, oder? Hä? Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen mal gucken. Sofort. Euer Ehren. Wir sitzen fest. Ja, doch. Das ist Augusta Treverorum. Mit denen wollte ich gerne auch noch ein Bündnis haben. Wäre eine schöne Sache. Ich hoffe mal, dass die hier in Massilia auf die Mütze kriegen. Das wäre ziemlich cool. Gut, dann gucken wir uns die anderen Sachen an. Das ist interessant, dass die Scipionen da jetzt auch Frieden geschlossen haben mit den Galliern. Für uns ein wichtiger Hinweis, dass die Gallier das jetzt erstmal ernst zu nehmen scheinen. Ja, bauen wir doch den Tempel des Jupiter noch ein bisschen aus. Können wir auch ein bisschen mit dem Steuersatz hier hochgehen. Das ist ganz gut in diesen größeren Städten hier oben. Ja, hier sind nächste Runde die Ställe fertig. Super, dann baue ich mir mal ein paar Equites. Die hätte ich nämlich gerne. Und dann können wir es hier auch diesen nackten Fanatikern mal zeigen. Ja, wenn die Hastati dann auch wieder frisch sind. Eine Schmiede wäre noch ein geeignetes Gebäude. Okay. Zu meiner Spielweise noch was anderes. Für alle, die es noch nicht kennen, also ich sag's nochmal, die Rodung ist das Maximum an landwirtschaftlichen Gebäuden, das ich baue. Das brauche ich, um mein Bevölkerungswachstum in den Siedlungen zu kontrollieren. Denn die verbesserte Nahrungsproduktion wird das Bevölkerungswachstum in die Höhe treiben. Und das ist bei den Römern tödlich, wenn das über einem Wert von 2% liegt bei Kleinstädten. Hier liegt es momentan, hier liegt es momentan bei 5,5%. Und das ist definitiv zu hoch. Also bei sowas muss man aufpassen. Auch bei sehr hohem Steuersatz. Überlegt euch das mal. Diese Bevölkerung hier, das wird mit Patavium wird mit unsere größte Stadt werden. Das nur mal so ganz am Rande erwähnt. Gerade mal in Arretium, in unserer Hauptstadt, ist das Bevölkerungswachstum gerade mal bei 2%. Aber so ein niedriges Bevölkerungswachstum von 1-2% ist mir hier in den Städten sehr recht. Dann kann man die nämlich erstmal schön ausbauen und danach werden die Gebäude ja auch teurer. In den Städten gehe ich auf niedrigen Steuersatz, um das Wachstum am Anfang erstmal anzukurbeln und hier baue ich auch wirklich die Rodung. Hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus, 95%, und dann werden wir hier werden wir erstmal die Siedlung ausbauen und dann kann man mit den Steuern mal runtergehen und dann kann man da mal ein bisschen was rausquetschen. So, das ist eigentlich ganz gut verteilt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wir spielen ungefähr ein paar und 20 Minuten, dann denke ich, dann werde ich jetzt mir noch die nächste Runde angucken, was da so passiert und werde dann mit dem Part Schluss machen. Und dann gucken wir mal, wie das hier mit unserer Entsatzarmee weitergeht. Wir haben echt einen Haufen Kohle. Das Dakien, mit den Dakern würde ich gerne auch noch einen Handelsvertrag irgendwie abschließen. Da sind die Makedonen. Das ist auch eine Rebellenstadt. Interessant. Salona wurde noch nicht mal von den Brutii eingenommen. Könnte für uns ansonsten eine Option sein. Also wie gesagt, meine historischen, die Ambitionen hier ein historisch orientiertes Let's Play zu machen, die beschränken sich hier bei mir
im Wesentlichen auf die Kampfesweise und die strategische Ausrichtung und jetzt nicht unbedingt auf die ja, historischen Eroberungszüge der Römer. Das ist nämlich was, was man hier nicht so gut darstellen kann. Aha, was ist denn da oben los? Lugdunum. Nicht gut garnisoniert. Fette Armee der Gallier. Also die produzieren richtig Truppen. Ich erinnere mich auch noch daran, dass das für mich immer ein bisschen unangenehm war. Als ich mal. Das war, glaube ich, eine der ersten Römerseiten, die ich gespielt habe. Die Julia. Hol dir mal ein Bündnis. Wunderbar. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir haben ein Bündnis mit den Briten und den Germanen. Das ist eine schöne Sache. Und die Gallier haben keine Verbündeten. Das heißt, wir haben sie quasi diplomatisch erstmal so ein bisschen isoliert. Interessanter, interessanter Zug. Und dadurch eröffnen sich uns ein paar interessante Möglichkeiten, was die künftige Kriegsführung gegen die Gallier anbelangen wird. Wir haben also hier jetzt eine recht schlagkräftige Armee schon mal aufgestellt. Und also mit Cacumatus können wir es auf jeden Fall aufnehmen. Mit Vindex können wir es auch aufnehmen. Das ist übrigens eine Armee, die fast nur aus Söldnern besteht. Barbarische Kavallerie und barbarische Söldner sind allerdings, dass er also diese gallische Kavallerie, die er hier hat, die hätte ich natürlich ganz gerne, weil das historisch auch einfach so schön passen würde. Wenn wir jetzt hier als Römer, ja, nehmen wir die Schiffe hier noch mit dazu und dann segeln wir mal darunter. Wichtige diplomatische Mission Setzt die im Auftrag Segel! seiner Wir können Majestät. jetzt nicht Höhöhö. weiter! Setzt die Segel! Und du holst mir, glaube ich, mal erstmal jetzt so eine Runde Equites. Mit den Equites können wir es hier oben mit Hauptmann Karatavg aufnehmen. Dann brauchen wir nochmal Zu eine Einheit Diensten. Hastati. Und die Rebellen würde ich Schwöre gerne hier rüber. Würde und Nee, Wort. Moment mal, den Agenten würde ich gerne da einschicken. Zu Diensten. Und gegen den habe ich Suche 93. nach Kriegen wir noch einen Hinweisen. Skill, sehr schön. Dann gehst du mal hier oben gucken, ob die Finde ihn. Germanen sich Wir hier sitzen fest. Juvavum holen wollen. Übrigens für alle, die. Ach so, Moment mal, jetzt habe ich hier schon zu viel gemacht. Jetzt sind wir fast bei einer halben Stunde. Okay, ne, dann machen wir jetzt erstmal gerade hier das durch. Weiteres Merkmal ist klar. Bündnis angekündigt ist auch klar. Weg blockiert ist egal. Diplomatische Informationen gucken wir uns an. Ah ja, schau mal einer an. Die Scipionen und die Gallier haben jetzt schon wieder Krieg miteinander. Bin gespannt, wie das passiert ist. Und sie haben Frieden, die Gallier haben Frieden mit den Brutii geschlossen. Interessant. Gut, dass die Seleukiden und die Ägypter Krieg haben. Das ist ja eigentlich eher so der Normalfall. Rekrutierungsbericht ist nicht so wild. Ariminum hat die Stelle gebaut. Dann bauen wir jetzt hier noch schnell ein interessantes Gebäude. Wie wäre es mit dem Markt? Der Markt ist ein gutes Gebäude. Ariminum, 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 Ariminum. Ich brauche irgendwo auch noch einen Übungsplatz in einer Stadt, die etwas größer ist, damit ich Felites bauen kann. Einfach wegen der Korrektheit der römischen Kriegsführung. Dann machen wir jetzt zuerst den Übungsplatz und danach machen wir dann den Markt. Dann brauchen wir hier die Kaserne und Karalis ist dann auch bald komplett ausgebaut. Wunderbar. Dann haben wir den Punkt da auch erledigt. Ja, wir haben einen Senatsposten erhalten. Nee, wir haben einen abgegeben. So, alles klar. Das heißt, wir halten momentan mit unserer Familie keine Senatsämter. Zeig mir das mal. Ja, Tatsache. Ja gut, nur Leute aus der Republik selbst und einige Brutii. Ja, aber wir sind relativ gleich. Also ich glaube, das ist jetzt eher auch so ein bisschen Zufall. Das Volk mag uns, weil wir viele Provinzen erobert haben. Das ist doch eine gute Sache. Und dann machen wir jetzt mit dem Part an der Stelle mal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind dann gleich wieder zurück mit ein paar weiteren Feldzügen. Vielleicht gegen die Gallier oder nochmal gegen die Rebellen. Also die Lugdunensis und Massilia hier unten, das wären noch ein paar interessante Städte. Ansonsten natürlich die Narbonensis, aber die holen wir uns vielleicht eher später. Gut, ich bedanke mich, wünsche euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.